springen. Oh Gott. Oh Gott. Ein Shade. Oh nein. Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Nero. Ja, wir waren hier unten stehen geblieben, wir hatten uns eingebaut, wie es halt so ist, wenn ich mich auslogge. Das habe ich ja mittlerweile gelernt und auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Wir hatten ja, wie man sieht, am Ende der letzten Folge, und ich habe noch gar nicht geschaut, ich packe das mal da oben rein, war es nicht so wartet? Warum kann ich jetzt gerade nicht, jetzt geht's wieder, ich muss dabei, sneaken, dann kann ich dazwischen wechseln. Okay, und so nicht. Ach, das wäre wieder praktisch. Ich lerne dazu immer wieder. Hey, jede Folge lerne ich tatsächlich dazu. Jede Folge erlerne ich Neues über meinen Rucksack. So, die Geräusche mache ich mal ein wenig lauter, damit ich auch was höre. Obwohl, das liegt nur, Entschuldigung, an meinen Lautsprechern. Auch da oben haben wir schon wieder dieses kohleähnliche Erz. Das nehme ich mal mit. Ich weiß nicht genau, wie wertvoll das alles ist. Lieber mitnehmen, bevor es heißt, oh Gott. Oder in die Lava fallen lassen, kann man auch. Bevor es noch heißt, oh Gott, hier ist aber so viel davon. Das nehme ich doch nicht alles mit. Das ist mir zu viel, glaube ich. Aber ein bisschen was nehme ich noch mit. Ups. So. Haben wir noch einen Wassereimer dabei? Nee, ne? Nee, natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Oh, da hätte mich die Wasserströmung fast in den Tod gestürzt. Wir müssen ja auch mal aufpassen. Nicht, dass noch die Sachen, die ich abbaue, gleich irgendwie hier in die Lava getrieben werden. So, okay. Gucken wir mal, wie viel das ist. Das scheint ja noch zu gehen. Dann haben wir davon schon mal ordentlich was. Ja, wo wollen wir unser Haus bauen? Und bevor ich darüber rede. Oh, oh. Eine Spinne kann hier hochklettern und uns in die Lava schubsen. Wenn sie möchte. Und böse ist. So, ich gehe jetzt lieber mal hier runter. Das lasse ich mal da oben drin. Ich glaube, es gibt bessere Stellen, wo ich das noch bekomme. Ja, ich möchte auf jeden Fall bald wieder mit anderen das hier weiter aufnehmen. Ich fand es jetzt hier nur zu Beginn relativ chillig und mal ein paar Folgen alleine aufzunehmen, weil ich das eh ganz gerne mal mache. Aber ich möchte auf jeden Fall auch den Kontakt noch zu anderen suchen und mit denen aufnehmen. Das kommt auch die Tage. Nur war es halt in den letzten Tagen immer mit den Toten und so eine Sache bei mir, wo ich dann nicht andere, was soll ich bei einer Folge sagen, wenn ich mit jemand anderem aufnehme, wenn ich eh mich die ganze Zeit nur wieder neu ausrüsten muss und wir sterbe und wir neu ausrüsten und wir sterbe. Immer in diesem Rhythmus. Das ist halt nicht gerade so geil für den Aufnahmepartner. Dann werde ich lieber sowas auf meine eigene Kappe nehmen und hier, Moment. Hoi, 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 wie mich sowas immer erschreckt, wenn ich erstmal irgendwo runterfalle und gerade nicht nach unten gucke. Das kenne ich ja von dem Projekt hier schon. Okay, es gibt hier noch irgendwo diese Mega-Lava-Kammer. Ich muss nur den Weg dahin finden. War es etwa hier oben lang? Nee, ich glaube nicht. Hier oben auf jeden Fall nicht lang. Kam ich etwa hier runtergeschwommen? Ja, kann sein, weil hier auch wieder das Dungeon beginnt. Da unten scheint auch noch irgendetwas zu sein. Ich nehme hier noch mal ein paar Erze mit. Ja, aber es gab noch irgendwo, glaube ich, in dieser Höhle eine Stelle, wo es auch noch richtig viele Erze gab. Und da bin ich gerade nicht dran vorbei. Ich gehe gleich noch mal runter. Irgendwo habe ich, glaube ich, einfach den Gang übersehen, der uns in das Ressourcenparadies führt. Und da möchte ich natürlich mal vorbeischauen und mich ein wenig bereichern. Denn ich möchte auch natürlich in andere Dimensionen, relativ bald sogar schon, habe ich schon ein bisschen drüber nachgedacht. Und dafür brauche ich natürlich gutes Equipment. Guck mal, da ist schon wieder dieses Erz. So. Das ist anscheinend hier die Kanalisation von den ganzen Monstern, die da oben in dem Dungeon sind. Ich meine, irgendwo, die haben ja auch irgendwelche Bedürfnisse, die so ein Monster halt hat, ja, und da gibt es halt auch eine Spülung. Deswegen mufft das hier unten auch so ein wenig mehr. Und ich höre schon wieder irgendwo so ein Monster, das uns letzte Folge noch diesen Bogen gedroppt hat. Und ich höre einen Clown, den guten alten Clown, und ich höre sie alle links von mir, das höre ich über das Headset. Und da die Geräusche relativ laut sind, vermute ich mal, es wird die gleich, wenn wir hier diese Quelle aufgegraben haben, aufgebraucht haben.
vermute ich mal, dass wir auf die auch stoßen werden. Aber keine Angst, ich habe ja... Oh, meine Rüstung hält nicht mehr lange. Egal, egal. Ich habe ja, ich muss mir mal wieder einen Ofen bauen und so und hier Eis und das alles einschmelzen, aber... Oh, guck mal hier. Das sieht mal wertvoll aus. So, hier ist noch mehr. Oh, guck mal. Ah, ja. Ich habe die Stelle gefunden. Die sind nicht hier, sondern über uns. Da. Da ist er. Schon wir hier so ein Mother Void Walker. Und er hat uns wieder so eine Hose gedroppt. Oh. Oh, oh. Ach, guck mal, der Clown schießt die ab, weil er uns treffen möchte. Ach, perfekt. Hallöchen. Ich glaube, ich werde hier unten mal stehen bleiben. Das ist, glaube ich, gerade ganz gut. Oh, hallo Clown. So, ihr könnt schon mal nicht nachspawnen. Guck mal, hier habe ich nochmal eine neue Ecke gefunden und da hinten geht es ziemlich weit nochmal rein. Ich nehme lieber nochmal die Hose mit. So, zack, da haben wir die Hose und unser Rucksack ist voll. Ich flipp aus. Aber wir können auch bestimmt hier was wegschmeißen. Erstmal, boah, hier, wir haben einen Stack davon. Heftig, heftig. Was schmeiße ich mal weg? Zwei Stücke Gold. Realmstone. Okay. Drei Diamanten. Oh, die müssen auch hier oben rein. So, und was brauche ich hier gerade mal nicht? Ich denke mal, die Schallplatte tausche ich lieber aus gegen... Nee, das Eisen. Kann ich hier stecken? Ich habe so viele Sachen schon wieder im Inventar. Das ist unfassbar. Echt heftig. Moment, wir müssen mal eben ein wenig was aussortieren. Also, wir sortieren die ganzen Steine aus. Die brauchen wir nicht. Das Holz auch. Guck, jetzt kommt der Lehm auch mal weg. Tschüss, Lehm. Das mache ich nicht gerne. So, so. Diese Steine packe ich nach oben. Das auch. Schallplatte nach unten. Wir haben ja eh noch oben eine liegen. Welche finden wir schöner? Die gelbe oder die violette? Hm. Und hier finden wir nochmal Schuhe. Sehr gut. Aber unsere halten noch einen Moment. Und nochmal Eisen. Jo. Ja. Ich kann Shift drücken für ein Rezept. Also, ich packe das mal auch mal hier oben lieber rein. Eisenschwert nach unten. So, Freunde, dann greifen wir mal hier an. Oh, da oben ist schon wieder so ein Mother Void Walker. Die greifen sich wieder gegenseitig an. Ich glaube, ich buddel mich wieder von unten daran. Das war eigentlich immer eine ganz gute Strategie, fand ich. Also, es hat immer funktioniert. Oh, guck mal. Was machen die denn da? Der Clown. Ich möchte das besser sehen. Hallo, Clown. Komm mal rauf aufs Bild. Oh, oh, oh. So, oh, Skelette. Ich hasse Skelette, ne? Die machen mir meine ganze Rüstung kaputt. Wirklich nur die Skelette gefühlt. Deswegen schnell weg mit dem Spawner. So. Oh, das ist eine Hexe. Und sie hat uns sogar vergiftet. So, die ist tot. Hier ist abgebaut. Okay, erstmal hier dicht machen. So, Freunde. Uiuiui. Ui, ui. Ich bin nicht mehr vergiftet. Das finde ich gut. Unsere Rüstung gibt bald den Geist auf. Ich werde mir nochmal einen neuen... Ne, Brustpanzer habe ich sogar noch. Einen neuen Helm bauen. Der fehlt mir gerade. So. Die Rüstung tausche ich auch mal aus. Man weiß ja nie, was jetzt alles so gleich passieren. Oder passieren könnte. Hier hinter. Was mit... Ah, nur ein Sasquatch. Ich dachte, das wäre irgendwas Heftigeres. Und ein Slime. Faceless Runner. Guck mal, der eine, da ist wieder so ein Mother Void Walker. So. Die greife ich wieder von unten an. Von wo kommt ihr denn? Ach, man kann da oben reinspringen. Oh Gott. Oh Gott. Ein Shade. Oh nein. Ich hau ab. Das wird mir gerade hier ja viel zu unübersichtlich. So. Mother Void Walker. Nein, nicht Skelett. Genau, schieß deine Freunde ab. Genau.
Jawoll! Haha, so macht man das. So, und ich kümmere mich mal um euch hier. Was seid ihr denn für welche? Das Dungeon hört echt nie auf. Ich wollte ja eigentlich diese Folge wieder hier raus. Und eigentlich mir nur so ein paar Erze holen, aber das hat sich jetzt ganz anders ergeben. Oh, oh. Den haben wir. Ich sehe nichts. Noch für ein paar Sekunden. So. Von links? Ne, von oben wahrscheinlich. Von wo kommen die Geräusche? Und ich muss aufpassen wegen Fallen. Ich denke schon wieder... Das könnte theoretisch auch eine Falle sein. Habe ich wieder zu spät dran gedacht. Weil, ja, es gibt ja die Trap Chests und die können schnell mal was auslösen. Jede Truhe könnte unser Tod sein. Deswegen immer schön die Truhen angucken und genau urteilen. Oder versuchen, irgendwelche... Okay, da unten sind noch Erze, die ich gerne abbauen möchte. Oh, den kann man ja kaum aufhalten. Der kann ja einen richtig mal beiseite nehmen. Nicht schlecht. So richtig Kontakt hatte ich mit dem ja jetzt erst in der heutigen Folge. So, das kommt mal wieder oben rein. Okay. Und weiter. Das sieht alles wieder hier so neu aus, als ob ich wieder in einem ganz... Nein. Nein, es wird Nacht. Oh nein, oh nein, nein, oh nein. Ich dachte gerade ehrlich gesagt, ich hätte hier auch in dem Dungeon irgendwas ausgelöst, weil mir die Texte, die da gerade im Chat standen, neu erschienen. Bis auf die erste. Aber es ist ja dafür dann doch recht ruhig hier gerade in dem Dungeon. Fast schon wieder zu ruhig. So. Oha. Da geht's wieder in eine Höhle, da ist Lava. Ich guck da mal eben vorbei. Oh. Ein Faceless Runner haben wir. Es war mal ein Faceless Runner. Hier gibt es wieder andere Dungeon-Gänge. Okay, das ist. Also hier ist nicht viel los. Ich wollte nur gucken, ob ich hier ein paar Erze finde. Oh nein, hier ist anscheinend irgendwo ein Clown. Weil ich diesen. Ja, Speed-Effekt bekommen habe. Da unten ist wieder so ein. Oh Mann, hier geht's ab. Hier geht's ab auf jeden Fall. Da möchte ich nicht unbedingt runter. Da habe ich jetzt auch nicht so wertvolle Sachen gesehen. Da geht's auch nochmal runter. Waren wir hier? Nee, wir waren hier nicht. Okay. Komm mal rüber hier. Ja, den haben wir. Und hier, der ist hinter uns. Ich wusste es nicht. Ah, der hat schön viel Schaden schon bekommen. Er läuft auch einfach weg. So. Hier haben wir wieder diese Erze. Da fahren wir ja schon über einen Stack. Uiuiuiui. Ich versuche einfach immer in Bewegung zu bleiben, wie man glaube ich auch gerade merkt. Dass ich... Oha, oha, das sind Trap Chests. Hier ist wieder so eine Falle. Guckt mal da runter. Achtung. Habe ich eine Schaufel dabei? Ja. Da ist TNT. Da ist ganz viel TNT. Hier bin ich schon mal gestorben. An genau so einer Stelle. Alles mal abbauen. Boah, ist das gemein, alles hier gebaut. Das ist wirklich die mega gemeine Falle hier. Hauptsache, ich vergesse jetzt hier kein Stück TNT. Boah, alles voll mit TNT. Alles voll. So. Habe ich hier das TNT liegen gelassen? Ja. Scheint so. Warte, da komme ich noch ran. Machen wir es mir hier alles einfach mal weg. So. Denn in den Truhen kann ja durchaus auch was sein. Und es geht ja hier auch runter. Vielleicht können wir uns das da unten mal angucken irgendwie. Vielleicht liegen da auch noch irgendwelche Truhen verborgen. Ich weiß es nicht genau. Aber was feststeht, wir haben die Bombe entschärft. So.
Bombe ist entschärft, würde ich mal sagen. Und dann können wir die Truhe uns mal genauer angucken. Boah, gemeine Falle, echt. Sehr gemeines Ding. Also, Kohle. Eisen. Ein Federfallbuch. Puh, ist nicht gerade toll, deswegen lasse ich das mal hier. Und da ist so ein Geist. Und der Geist ist böse, glaube ich. Der ist ja böse. So, ich baue mich hier kurz ein, denn ich muss Essen holen. Dum, 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 dum. Lass mich mal bitte alle in Ruhe. Mein Schwert gibt auch langsam den Geist auf. Aber wir können, wir haben ja eine Werkbank immer dabei. So, zack, den haben wir. Ich möchte ehrlich gesagt, kann man den Geist töten? Oder klappt das nicht? Ich weiß es nicht. So, geht mal weg. Ja. Jetzt, ich mache hier mal kurz dicht. Ich möchte mich... Ja, es ist, glaube ich, das ist der Geist. Vermute ich mal. Dass der die Geräusche gerade macht. Da ist er. Da ist er. Habt ihr ihn gesehen? So, wir bauen hier mal einen... Warte, wir machen das anders. Oh Gott. Da komme ich nicht ran. Doch, da kann ich was setzen. Jetzt. Hier ist er irgendwo. Komm rum. Wo bist du? Oh, jetzt kommt hier ein Zombie. Ich möchte diesen... Ich möchte den Geist. Nein, mein Schwert, mein Schwert, mein Schwert. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Ey, aber er ist doch da. Er ist doch da. Man hört ihn noch. Oh. Oh. Wie die das auch immer direkt bemerken, wo hier so eine Lücke ist. So. Ist, glaube ich, gefährlich, was ich hier gerade mache. Hier kann aber keiner drin spawnen. Dafür ist die Decke zu niedrig. So. Oh, oh. Ach, der ist runtergefallen, glaube ich. Ja, da unten sind die alle. Oh. Oha. Was hat der uns denn für einen Effekt gegeben? Ich weiß es nicht, aber wir haben ihn gleich, glaube ich. Er braucht nur noch, glaube ich, einen Schlag. Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Und wir haben von ihm irgendwie eine Hose bekommen oder so. Nee, nur eine Lederhose. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Okay, ich möchte jetzt eigentlich hier raus. Also langsam habe ich genug von dem Dungeon. Langsam habe ich genug hier von... Von diesen Spielchen, die mit einem hier getrieben werden. Oh, 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 oh. Wo geht's denn mal hier raus? Man findet immer neue Sachen. Immer und immer wieder. Aber das Dungeon hat auf jeden Fall mir auch sehr viel beigebracht. Da sehe ich noch Erze. Da sehe ich noch Truhen. Hier war ich tatsächlich noch gar nicht. Hier war ich noch nicht? Okay. Es ist immer das Gleiche bei dem Dungeon. Oder war ich hier schon mal? Nee. Ich finde einfach einen Diamanten. Und ein Nametag. Stärke Schutz 2. Oh, die Bücher sind natürlich... Die sind schon gut. Die ist auch gut. Haltbarkeit 2 brauche ich nicht unbedingt. So. Das ist genau die richtige Atmosphäre hier, um wieder in eine Falle zu tappen. Und da vorne ist wieder so ein heftiger Gegner. Vielleicht droppt er uns ja diesmal was. Komm. Jawohl. Er hat uns eine Fahne oder so gedroppt. Na super. Aber hier gibt es noch einen von dem. Hier scheint... Hier war ich schon mal. Genau, von hier... Das war... Ich kenne mich hier aus. Da sind wir, glaube ich, nach links gelaufen. Dann sind wir irgendwann gestorben. Ja, das war... Ja doch, das weiß ich doch. Jetzt kann man natürlich wieder hier überall lang und... 1000 Ecken erkunden, aber ich glaube, wir gehen mal die Treppe nach oben, denn nach oben wollen wir jetzt langsam. Aber einen Blick nochmal hier nach hinten kann ich nicht mir nicht nehmen. Ich wette nämlich, dass ich hier gestorben bin, dass das hier war. Guck mal hier.
Hier ist irgendwie ganz viel kaputt gesprengt. Da war ich auf jeden Fall dran, das weiß ich noch. Da war ich auch schon mal dran. Ah ja, guck mal hier. Und hier habe ich immer einen Pfeil abbekommen. Okay. Ich denke mal, das ist jetzt echt... Wir haben auch die Folge schon um. Meine Güte, wie die Zeit immer rennt. Es ist jetzt an der Zeit, dass es nach oben geht. Die Nacht wäre jetzt vorbei, aber das bedeutet für uns gar nichts mehr, denn wir schaffen in der heutigen Folge den Aufstieg nach oben garantiert nicht mehr. Aber wir sehen schon Fackeln. Der Weg ist uns schon mal bereitgelegt quasi. Okay, wunderbar. Hier. Oha! Oh, und hier geht's nach oben. Waren wir hier schon mal? Ja, hier, das war halt der Anfang von dem Ganzen. Ob wir hier alle Gänge erkundet haben, das weiß ich nicht. Ich denke mal schon, dass wir das meiste davon erkundet haben. Mega Dungeon, dass wir hier, ja, einfach mal komplett uns angeschaut haben. Gibt es irgendwo eine Treppe nach oben? Da waren auch die Truhen schon weg, also hier war ich. Ja, Leute, ich hoffe mal, dass euch die Dungeon-Tour gefallen hat. Nächste Folge sind wir dann mal wieder in der Stadt und sortieren uns so ein wenig und gucken vielleicht mal nach einem eigenen Haus. Ich baue mich jetzt hier ein und sage, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Haut rein und tschö mit Ö.